ein Handwerksgeselle auf Wanderschaft. Die Suche nach Arbeit und Brot trieb im Mittelalter die jungen Männer hinaus in die Fremde. Aber auch das Abenteuer lockte und die Möglichkeit, sein Handwerk bei anderen Meistern zu vervollkommnen. Für den Steinmetzgesellen das ersehnte Ziel, eine mächtige Kathedrale, die in den Himmel wachsen sollte. Am Straßburger Münster wurde jahrhundertelang gebaut, sorgfältig Quader um Quader gelegt. Das Bauen und Gestalten mit Stein war in dieser Zeit hoch angesehen. Es versprach außerdem guten und regelmäßigen Lohn. Zu jeder größeren Baustelle gehörte eine Steinmetzhütte. Um angestellt zu werden, musste ein fahrender Geselle die Geheimnisse seiner Zunft kennen, etwa den Rhythmus der drei Schläge beim Anklopfen oder den verschwörerischen Händedruck. Tritt ein, mein Freund, sei willkommen. Auch über die Fußstellung im rechten Winkel nach dem Eintritt in die Bauhütte gab er sich als eingeweihtes Mitglied seiner Gemeinschaft zu erkennen. Lehrling, Geselle oder Meister, sie alle besaßen gemäß ihrer fachlichen Qualifikation bestimmte Erkennungszeichen. Denn die Steinmetze betrachteten sich als eine handwerkliche Elite, die nicht bereit war, ihr Fachwissen mit gewöhnlichen Sterblichen zu teilen. Dieses nur Eingeweihten bekannte Verfahren übernahmen dann auch später die Freimaurer für ihre Rituale. Dem Meister der Hütte unterstanden zwei Aufseher und ein Parlierer als Bruderredner, wovon sich das noch heute gebräuchliche Wort Polier für einen erfahrenen Bauführer ableitet. Je 9 Steinmetze erhielten einen Aufseher. 5 Jahre dauerte es, bis ein Geselle sein Meisterstück ablegen durfte. 5 Jahre. Wandergesellen, die ihre Ausbildung noch nicht beendet hatten, waren Mitglieder des untersten Grades. Aber auch sie mussten erst Proben ihres Könnens ablegen, bevor sie in die Gemeinschaft der Hütte aufgenommen wurden. Da die Bauhütten und ihre Steinmetze an den verschiedensten Orten in ganz Europa verstreut waren, entwickelten sie sich zu einer länderübergreifenden Organisation mit international geltenden Ordnungen und Bräuchen. Sie sind die Vorläufer der späteren Freimaurer mit ihren Logen, die sich im Laufe der Zeit zu einer spirituellen Bruderschaft entwickelten. Ihr Ziel ist es, den perfekten Menschen zu schaffen. Dabei orientieren sie sich am biblischen Tempelkönig Salomons. Doch was sind die wahren Ziele dieser mysteriösen Gesellschaft? Eines der schönsten Logenhäuser Deutschlands steht im Zentrum von Hamburg. Hier residiert die Provinzialloge von Niedersachsen. Die Mitglieder glauben, Traditionen und Geheimnisse der mittelalterlichen Tempelritter zu hüten und am Bau eines einzigartigen Werkes teilzuhaben, an der Bildung des perfekten Menschen. Metanoe. Ändere deinen Sinn, heißt es bereits mahnend am Eingang. Fremde haben nur Zugang zum Erdgeschoss. Der Logenmeister Jörg Ahlheit, im Zivilberuf erfolgreicher Manager, erklärt, warum er den Freimaurern beigetreten ist. Ich bin nach dem Austritt aus der Kirche ein bisschen halt- und orientierungslos gewesen und suchte nach der Möglichkeit, mich persönlich weiterzuentwickeln. Und das unter Einfluss, das heißt konfessionslosen Möglichkeiten in einer undogmatischen Weise. Das war der erste Grund. Der zweite Grund war, dass ich als gerade junger Mann Kontakt suchte zu Männern unterschiedlichen Alters, um an ihrem persönlichen Leben und ihren Weiterentwicklungen auch für mich lernen zu können. Die Ziele der Freimaurer sind klar gesprochen, für eine erstrebenswertere Welt zu arbeiten, in der Humanismus vorherrscht, die Liebe der Menschen untereinander. Und das in einer toleranten, aufgeklärten Weise, ohne Vorbehalte der Religion, Konfession, Hautfarbe.
Und was für uns die einzige Voraussetzung ist, ist, dass er ein gewisses Alter erreicht hat, eine gewisse Reife hat und, wie wir sagen, von einem guten Leumund ist. Also von gutem Ruf. Jeder Mann von gutem Ruf kann Freimaurer werden. Dafür muss er also Demut und Bereitschaft mitbringen. Die symbolische Arbeit am rauen Stein, also an sich selbst, sie dauert nach Überzeugung der Freimaurer ein Leben lang. Denn niemals ist der Mensch vollkommen. So wie sich allmählich aus dem Stein eine besondere Form entwickelt, so muss auch der Charakter des Menschen in vielen Jahren sorgfältig geformt werden. Diese Erkenntnis wurde zum Fundament der späteren Freimaurerei. Die gewaltigen romanischen Gotteshäuser, die nach 1100 überall in Europa entstanden, erforderten die verfeinerte Arbeit ausgebildeter Steinmetze. Es genügte nicht mehr, roh behauene Steine wie für Burgen und Wehranlagen einfach aufeinander zu schichten. Prächtige Klöster und himmelwärts strebende Kathedralen waren jetzt die neue Herausforderung. Das Wissen um die Geheimnisse der Baukunst sollte Fremden verschlossen bleiben. So sicherten die Steinmetze, die Maurer, ihre Pfründe. Es formierte sich ein neuer Berufsstand, der nicht mehr der klösterlichen Aufsicht unterstellt war, gleichwohl aber die bewährten Statuten übernahm und sich zu einer Bruderschaft vereinigte, die überall in Europa tätig wurde. Die große Zeit der Steinmetze und damit der Bauhütten hatte begonnen. Das Straßburger Münster. Ein Triumph der Gotik. Der Mitte des 15. Jahrhunderts fertiggestellte Nordturm war mit einer Höhe von über 140 Metern lange Zeit das höchste Gebäude der Welt. Eindrucksvoll stellten die mittelalterlichen Steinmetze beim Bau dieses prachtvollen Gotteshauses ihr überragendes Können unter Beweis. Eine wahre Heerschar von Heiligen schmückt die Fassade. Unzählige Figuren, bis ins Detail ausgearbeitet, erzählen biblische Geschichten. Um solche Kunstwerke zu schaffen, durften die Steinmetze die Heilige Schrift studieren. Ein Privileg, das damals nur dem Klerus vorbehalten war. Durch das Studium der Bibel eigneten sich die einfachen Handwerker Herrschaftswissen an. Und schon damals galt, Wissen ist Macht. Beim Bau der Kathedralen entwickelten die Steinmetze eine eigene Kryptographie, eine Art Geheimsprache mit Zeichen und Gesten. Die Kunst des Schreibens war selbst unter den Steinmetzen noch wenig verbreitet. Lehrbücher gab es fast keine. Berufsausbildung und Erfahrungsaustausch erfolgten mündlich. Sie wurden als Geheimnisse der Zunft angesehen. Obwohl von der Kirche argwöhnisch beobachtet, entwickelten die Steinmetzmeister ihre eigenen, ganz speziellen Rituale. Sie konnten, dank der regen Bautätigkeit in ganz Europa, ein grenzüberschreitendes Netzwerk knüpfen. Buchstäblich Stein um Stein schuf sich diese Handwerksgemeinschaft ihre neue gesellschaftliche Stellung. Dank ihrer Fähigkeiten gehörte sie zur Elite des Staates, in dem sonst nur der Adel und der Klerus das Sagen hatten. Diese privilegierte Stellung der Steinmetze lockte auch andere bürgerliche Berufe an. Liebhaber der Künste und der damaligen exakten Wissenschaften wie Apotheker und Ärzte ließen sich von den Bauhütten als eine Art Ehrenmitglieder aufnehmen. Sie waren nicht nur Gäste bei den häufigen Festbanketten, sondern beteiligten sich auch an den Diskussionen über theologische und philosophische Themen. Nun ging es nicht mehr nur um die Errichtung von steinernen Gebäuden. Die Bruderschaften machten sich daran, den Bauplan für eine andere, bessere Welt zu entwerfen. Im 14. Jahrhundert erhielten die Bruderschaften von gänzlich unerwarteter Seite erneut Zulauf. Der Papst und der französische König Philipp IV. Hatten sich gegen den mächtigen Orden der Templer verschworen. Die Kriegermönche waren in den über 200 Jahren seit ihrer Gründung in Jerusalem wohlhabend und einflussreich geworden. Der König von Frankreich, in großen Geldnöten, ersann einen teuflischen Plan, um sich der irdischen Schätze der Templer zu bemächtigen.
Er warf ihnen, den Gotteskriegern, Ketzerei vor. So musste ihn auch der Papst wohl oder übel unterstützen. Unter der Folter erfanden und gestanden sie verschiedenste Sünden. Langjährige Kerkerstrafen waren die Gnade für ihre vermeintliche Reue. Der letzte Großmeister der Templer, Jacques von Molay, der sein Geständnis widerrief, endete dagegen auf dem Scheiterhaufen. Nur wenige entkamen den Häschern des Königs. Die Überlieferung besagt, dass einer Flotte der Templer 1307 die Flucht übers Meer nach Schottland gelungen sein soll. Um ihren wirklichen Schatz, das aus dem Heiligen Land gerettete Wissen, vor Unberufenen zu bewahren und ihn von Generation zu Generation weitergeben zu können, sollen sie sich den Bauhütten angeschlossen haben. Irgendwo an dieser kargen Küste könnten die Templer durch die Verfolgungen zu Tode erschöpft gelandet sein. Hochwillkommen beim schottischen Adel, der auf militärische Verstärkung gegen die feindlichen Engländer hoffte. Im Gegenzug stellten geheime Absprachen sicher, dass die schottischen Besitzungen des Ordens nicht angetastet würden. Die kampferprobten Gotteskrieger sollen den Schotten zum Sieg über König Edward II. Verholfen haben. Legende oder Wahrheit? Niemand weiß es genau. Wer nach Beweisen für die Verbindung der Tempelritter mit den Freimaurern sucht, sollte in Schottland auf Spurensuche gehen. Südlich von Edinburgh, auf einem verlassenen Gottesacker im County Argyll, finden sich verwitterte, namenlose Grabsteine. Fanden hier Beschützer der heiligen Stätten ihre letzte Ruhestätte? Damit nicht genug. Rosslyn Chapel liefert weitere Hinweise auf die Anwesenheit der Templer in Schottland. Die Konstruktion des Gebetshauses unterscheidet sich mit ihrem sanften Bogendach und den vielen Türmen ganz und gar von anderen Kirchen auf der Insel. Auf den ersten Blick wirkt sie eher wie ein heidnischer Tempel als wie ein christliches Bauwerk. Als hätten die Engel selbst die Baupläne gezeichnet. Rosslyn Chapel, diese in die herbe Landschaft Schottlands scheinbar willkürlich gepflanzte Stätte der Andacht, ist voll von steinernen Anspielungen auf alte Mysteriengeheimnisse. Die jahrhundertealten Mauern erzählen von der Freimaurerei, vom geheimnisvollen Bauherrn Salomons, Hiram Abiff, von seiner heimtückischen Ermordung sowie von den beiden Säulen Jakin und Boas, geheiligte Symbole der Freimaurer. Angeblich sei die Kirche nur zu dem Zweck errichtet worden, um hier all jene kostbaren Schriftstücke zu verstecken, die der erste Templergroßmeister Hugo de Payen aus dem Orient mitgebracht hatte. Niemand weiß wirklich eine Antwort auf die Frage, warum in dieser abgelegenen Kirche lange vor der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus Aloe und Maiskolben in Stein gemeißelt wurden. Pflanzen, die im Europa des 14. Jahrhunderts völlig unbekannt waren. Vielleicht wurde doch mit dem Gold der Templer eine Flotte von 12 Schiffen ausgerüstet und mit ihnen die neue Welt lange vor Kolumbus entdeckt. Vielleicht waren die Templer auf der Suche nach einem neuen Land, in dem sie einen christlichen Gottesstaat errichten wollten. Vielleicht wollten sie ein neues Jerusalem mit einem Tempel krönen, der dem Salomonischen würdig gewesen wäre. Im zugänglichen Teil der Krypta hat ein unbekannter Templer in einem Steinsarkophag seine letzte Ruhestätte gefunden. Die Hände zum Gebet gefaltet, scheint er geheimnisvolle Schriften zu bewachen. Das Schweigegebot der Freimaurer, die Brüder nennen es Arkandisziplin, verstärkt die Aura des Geheimnisvollen, bis heute. Es verleiht diesem Männerorden aber auch seine besondere Faszination. Das Zusammentreffen von Templern und Freimaurern war eine geschichtliche Fügung, die entscheidende Initialzündung für neues, kühnes Denken. Die Männer bildeten eine neue Elite im dunklen, tief religiösen, mythischen Mittelalter.
Im Abendland duckten sich die Menschen unter dem Kreuz der Päpste, Stellvertreter eines rachsüchtigen Gottes. Diese Männer, die für ihre Ideen mitunter ihr Leben riskierten, wollten unter der misstrauischen Beobachtung des Klerus den humanen Tempel der Menschheit bauen. Ein Unterfangen, das noch immer mühsam seiner Vollendung entgegenstrebt, der friedliche Aufbau einer besseren Welt. Schutz fanden viele Steinmetze hier in London, wo sie von den liberal denkenden Bürgern mit offenen Armen aufgenommen wurden. Die Prachtbauten in der City, dem pulsierenden Herz der Riesenstadt, zeugen noch heute von dem großen Können der Meister. Ende des 14. Jahrhunderts wird in einer Londoner Urkunde zum ersten Mal der Ausdruck Freemason erwähnt. Wie lässt sich das deuten? Am wahrscheinlichsten ist es, dass im Gegensatz zu den Rough Masons die Freemasons hochqualifizierte Steinmetze waren, Künstler im Umgang mit dem unbehauenen Stein. Die Hütten der Kirchenbauleute dienten auch als Versammlungsraum und wurden im Englischen Lodge, zu Deutsch Loge, genannt. Nicht nur in Schottland, auch im Herzen von London gibt es unwiderlegbare Beweise für den früheren Reichtum und die Macht der Templer und ihrer Anhänger. Nur 2 U-Bahn-Stationen vom britischen Parlament entfernt liegt der sogenannte Temple Circle mit herrlichen historischen Bauten. Ein wohlhabendes Stadtviertel, das heute zu den begehrtesten Adressen der Weltstadt gehört. Wer hier wohnt oder residiert, der hat es geschafft. Die zeitlos eleganten Häuser sind meist von Generation zu Generation vererbt worden. Das trotz seiner gewaltigen Ausmaße verspielt wirkende, im viktorianischen Stil errichtete Hauptgebäude der britischen Freimaurer ist reich mit christlichen und freimaurerischen Symbolen geschmückt. An der verschnörkelten Fassade rahmen die Säulen Jakin und Boas die Fundamente des salomonischen Tempels, das Lamm Gottes, ein. Ein in Stein gehauenes Dementi. Denn immer wieder wollten die Gegner der Freimaurer dem Männerorden christliche Werte absprechen. Zur Zeit der Königin Victoria waren die Logen im aufblühenden Bürgertum des Industriezeitalters so mächtig, dass ihnen ihre Feinde sogar die große Weltverschwörung nachsagten. Maurer-Symbole finden sich auch in der Temple Church, die mit ihrer Rundkuppel direkten architektonischen Bezug auf die Grabeskirche in Jerusalem nimmt. Das Geheimnis der Templer ist von der Zeit nur verschleiert, so wie sie das Gesicht des Baumeisters der Temple Church verwittern ließ. Immer wieder Hinweise auf den Einfluss der Tempelritter. Den Männern, denen es gelang, ihr Leben, Vermögen und Wissen über den Kanal nach England zu retten. Das Stadtwappen von London, ein von 2 Drachen gehaltener Schild eines Tempelritters, hat über die Jahrhunderte nichts von seiner schlichten Eleganz eingebüßt. Die weltoffene Handelsstadt London schuf ideale Voraussetzungen für neue, freiheitliche Ideen. Schon bald wuchs der Einfluss der Freimaurer auf der Insel. Sie beschäftigten sich weiter mit Architektur, befassten sich intensiv mit Geometrie und Mathematik. Vor allem aber widmeten sie sich jetzt dem friedlichen Umbau der Gesellschaft. Denn die echten Steinmetze, die Handwerker, waren innerhalb der Logen längst in der Minderheit. Im ausgehenden 17. Jahrhundert öffnete sich der Männerorden vor allem für angesehene Wissenschaftler. Das spiegelt sich deutlich in den Mitgliederzahlen wider. 1670 waren von den 59 Mitgliedern der Loge von Aberdeen nur noch 14 Brüder als Handwerker tätig. Die übrigen entstammten dem Adel oder waren Repräsentanten bürgerlicher Berufe. Die Symbole aber blieben die alten. Zum Beispiel der Meisterhammer der Steinmetze, der bis heute auf vielen Richtertischen seinen Platz hat. Ein Zeichen der unbedingten Autorität. The Great Fire, das große Feuer, vernichtete im Jahre 1666 die Londoner Innenstadt fast vollständig. Die Flammen wüteten tagelang. Diese Katastrophe aber gab der Freimaurerei einen entscheidenden Schub. Denn mit dem Wiederaufbau der Stadt wurde der bis dahin fast unbekannte Mathematiker und Baumeister Christopher Wren beauftragt. Was die wenigsten wussten, dieser geniale Architekt, später geadelt, war ein überzeugter Freimaurer.
Sein Meisterstück lieferte er mit dem Bau der St. Paul's Kathedrale ab. Ende des 17. Jahrhunderts herrschte hier in London eine extreme Begeisterung für Architektur. Die Gotik war zu Ende, die Renaissance war eingeleitet. Und viele Menschen traten Bauhütten und Logen bei, um sich über Architektur zu informieren, über Baustile. Einer dieser Mitglieder war Christopher Wren, der ab 1666, dem großen Brand in London, damit beauftragt war, nicht nur die Stadt aufzubauen, sondern auch diese herrliche St. Paul's Kathedrale gebaut hat. Christopher Wren war zu einem späteren Zeitpunkt Großmeister in der Großloge von England. Die Stadtväter Londons mischten sich bei der Planung und dem Bau der St. Paul's Kathedrale nicht ein. So hatte Christopher Wren freie Hand. Und tatkräftig nutzte er die Freiheit, die man ihm ließ. Es verwundert also nicht, dass in dieser Kirche viel freimaurerische Symbolik steckt. Oft nur für den Eingeweihten erkennbar. Beim Grundriss des Gotteshauses orientierte sich Christopher Wren zum Beispiel am Salomonischen Tempel. Wo der flüchtige Betrachter nur vordergründig das Christliche sieht, erkennen eingeweihte Freimaurer die Handschrift eines Bruders. Nach dem Vorbild des Petersdoms in Rom konstruierte der geniale Baumeister die mächtige Kuppel der Kathedrale. Der Innenraum aber behält im Gegensatz zu anderen Kuppelkirchen die traditionelle Dreischiffigkeit bei. Die Anspielung auf Salomons Tempel ist unübersehbar, widerspricht aber nicht der Lehre der Kirche. Denn Freimaurer und Christen greifen beide auf das Alte Testament, also letztlich alte jüdische Geschichte, zurück. Die Bibel gilt den Freimaurern als spiritueller Leitfaden, auch wenn sie die Heilige Schrift anders interpretieren. Deshalb verwundert es nicht, dass Freimaurer auch christliche Heilige verehren. Vor allem Johannes den Täufer, der für die Bruderschaften eine ganz zentrale Rolle spielt. Der Heilige, der Jesus am Jordan taufte, war bereits der Schutzpatron der mittelalterlichen Steinmetze. Sein Fest wird am 24. Juni gefeiert, ein Datum, das für die Freimaurer eine tiefe Bedeutung hat. Im 18. Jahrhundert trafen sich die freigeistlichen Brüder in den Londoner Gasthäusern wie zur Gans und zur Bratwurst, zur Krone oder zum Apfelbaum. Der Johannistag war das perfekte Datum für eine Neuausrichtung der Freimaurerei. Am 24. Juni 1717 versammelten sich diese vier Logen in einem solchen Pub, um die Großloge von England zu begründen. Das Mutterhaus aller Freimaurer auf dieser Welt. Der Funke, der in London gezündet wurde, sprang schon bald auf den Kontinent über. Auch in Deutschland kam die Freimaurerei in Mode. Selbst der Preußenkönig Friedrich, den die Nachwelt den Großen nannte, ein absolut herrschender Fürst, hing aufklärerischen Ideen nach. Er trat in Braunschweig einer Loge bei. Auch der Dichterfürst Wolfgang von Goethe bekannte sich zur Freimaurerei. Die Grundsätze der Bruderschaften wie Geistesfreiheit und Ablehnung jeglichen Dogmatismus wirkten unwiderstehlich anziehend auf ihn. Seit 1764 bestand in Weimar die Loge Amalia, so benannt nach der Stifterin, der Mutter von Goethes Freund und Gönner Herzog Karl August. Sie ließ der königlichen Kunst, inzwischen verbal so geadelt, von Anfang an wohlwollende Förderung angedeihen. Die Loge hatte sich schon bald nach der Gründung zum gesellschaftlichen und geistigen Mittelpunkt der kleinen Residenzstadt entwickelt. Friedrich Schiller, der große deutsche Dramatiker, stieß allerdings nicht zu den Freimaurern. Es war Goethe, der in seinem berühmten Symbolum das ewige Werden des Freimaurers besingt. Des Maurers Wandeln, es gleicht dem Leben, und sein Bestreben, es gleicht dem Handeln der Menschen auf Erden. Die Zukunft decket Schmerzen und Glücke. Schrittweise dem Blicke, doch ungeschrecket, dringen wir vorwärts. Goethes freimaurerische Aktivitäten blieben jedoch beschränkt, denn zwei Jahre nach ihrer Gründung stellte die Loge ihre Arbeit wieder ein. Es sollte ein Vierteljahrhundert bis zu ihrer Wiedererweckung vergehen, an der Goethe allerdings einen entscheidenden Anteil hatte. Bei so viel Zulauf zu den rasch entstehenden neuen Logen im 18. Jahrhundert
konnte natürlich der heftige Widerstand der katholischen Kirche nicht ausbleiben, die in dem Treiben der Freidenker eine ernsthafte Konkurrenz sah. Am 28. April 1738 erließ Papst Clemens XII. Seine berühmt-berüchtigte Bulle In eminenti apostolatus specula. Darin verurteilt er, dass sich in den Freimaurergemeinschaften Menschen aller Religionen und Sekten vereinigen, die sich mit dem angemaßten Schein einer gewissen Art natürlicher Rechtschaffenheit begnügen. Die römisch-katholische Kirche signalisierte, als rechtmäßige Vertreter des wahren Gottes besitzen wir allein den Schlüssel zum Heil der Menschen. Freidenker und Weltverbesserer sind Teufelswerk. In Spanien und Portugal galt das Wort des Papstes im 18. Jahrhundert noch etwas. Der Inquisition blieb es vorbehalten, einige Freimaurer zum qualvollen Tod auf dem Scheiterhaufen zu verurteilen. Im Mittelalter existierten keine weiblichen Steinmetze. Sicher auch, weil die Arbeit viel Kraft erforderte. Die Freimaurerei entwickelte sich so auch als Männerbund aus den alten Steinmetzbruderschaften. Frauen hatten keinen Zutritt zu den Logen. Bei so viel massiver Ablehnung der Herren regte sich schon bald energischer Widerstand unter den Damen. Vor allem die Mätressen der französischen Könige wollten diesen Ausschluss nicht hinnehmen. So entstanden im 18. Jahrhundert, wenige Jahrzehnte vor der Französischen Revolution, die sogenannten Adoptionslogen, in denen Männer und Frauen gemeinsam freimaurerische Bräuche pflegten. Zumindest nannten sie es so. Die Damen trugen dabei meist nicht mehr als zierliche Schürzen und ihr Zusammensein glich auch eher einem Kostümball mit erotischen Anzüglichkeiten als ernsthafter freimaurerischer Arbeit. Die Versammlungsorte hießen Haine, Lustwäldchen oder Liebestempel. Die weiblichen Mitglieder wurden als Cousinen oder Freundinnen tituliert. Diese Treffen endeten meist in rauschenden Festen. Mit reichlich Champagner opferten die Damen den altgriechischen Göttern Bacchus und Eros. Doch das ist Vergangenheit, eine eher amüsant-erotische Episode in der langen Geschichte der Bruderschaft. Inzwischen gibt es auch gemischte oder reine Frauenlogen, die ernsthaft freimaurerische Arbeit leisten, auch wenn die meisten Brüder eher konservativ sind. Wir als Karl zum Felsen sind eine reine Männerloge und wir glauben, dass das gut so ist. Warum? Weil wir immer wieder beobachten, dass Männer sich weniger weit öffnen würden, wenn sich bei uns hier im Tempel auch Frauen aufhalten würden. Es sind die normalen Rituale, die stattfinden zwischen Männern und Frauen. Und des Alltages. Und wir wollen gerade hier diesen Alltag ein wenig ausblenden. Deswegen beschränken wir uns darauf, in unserer Loge nur Männer aufzunehmen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass sich unser Ritual auf die männliche Seele ausrichtet. Auch so ein bisschen historisch begründet, denn die Steinmetzbruderschaften waren nun mal Männer. Frauen hätten diese schweren körperlichen Arbeiten gar nicht ausüben können. Tradition ist für die Freimaurer ein wichtiger Bestandteil ihres Selbstverständnisses. Liebevoll und ohne ein Geheimnis daraus zu machen, bewahren sie Reliquien der Vergangenheit auf. Herrlich geschliffene Gläser und Gefäße und auch Orden mit freimaurerischen Symbolen sind Besuchern frei zugänglich. Und da Freimaurer sich ihrer sozialen Arbeit verpflichtet fühlen, können einige Gegenstände auch gekauft werden. Auch für die Renovierung der Provinzialloge von Niedersachsen in Hamburg wäre jede Spende willkommen, denn ein alter Bau wie dieser muss instand gehalten werden. Noch aber ist Johannes der Täufer an der Fassade gut zu erkennen. Dass es sich um ein besonderes Haus handelt, wird einem beim genauen Betrachten sehr schnell auffallen. Wir haben bei diesem Haus im unteren Bereich rohe, unbehauene Steine. So wie wir den Menschen sehen, wenn er zu uns als Freimaurer oder Nicht-Freimaurer kommt, als fremder Suchender, um Freimaurer zu werden. Darüber in den oberen Geschossen glatte, klare Fassadenstrukturen. In der Mitte sehen Sie in dem Logenhaus zwei Säulen, so wie wir sie als Freimaurer auch vor dem Salomonischen Tempel, dem idealen Tempel der Freimaurer sehen.
Ein weiteres wichtiges Symbol, baulich festgehalten, ist das Gleichnis für Stärke, Weisheit und Schönheit. Hier dargestellt durch die drei Elemente der Eule, des Adlers und des Paradiesvogels. Der unbehauene Stein. Immer wieder werden die Menschen in diesem Gleichnis auf ihre Unvollkommenheit hingewiesen. Ein Kernelement der freimaurerischen Überzeugung. Das Innere des Tempels strahlt gediegene hanseatische Behaglichkeit aus. Ein nobler Männerclub, der bewusst auf modischen Schnickschnack verzichtet. Würdig blicken die Altvorderen von den Wänden, zur Erhaltung der Tradition mahnend. Und wer genau hinsieht, bemerkt an jeder Ecke freimaurerische Symbole. Sogar im Detail einer Lampe, die zur Ruhe mahnt, gestaltet nach der Kelle eines Maurers. Die Wappen der in den Freimaurertempeln residierenden Logen. Altlogenmeister Gerd Rottgard, immer noch ein aktiver Freimaurer, kennt sich am besten aus. Wir haben hier im Haus Tempel, die bis zu 350 Menschen aufnehmen können, aber auch kleinere Tempel, die sehr viel mehr Gemütlichkeit für die rituelle Arbeit darstellen können. Für Nichtmaurer sind diese Tempelbereiche tabu. Aber wenn die Bruderschaft eine Ausnahme macht und Einblicke in ihre sonst verschlossenen Plätze gewährt, dann tut sich für den Besucher eine fremdartige, ganz neue Welt auf. Dabei ist der Aufenthalt in diesem mystischen Raum nur die erste Prüfung, die ein neuer Bruder im Laufe seiner Erkenntnisstufen bestehen muss. Es ist die mystische Atmosphäre des Freimaurertempels, die karge Schlichtheit, die beeindruckt. Dieser Tempel ist symbolisch gesprochen hier die Vorhalle des Salomonischen Tempels. Das ist der geschichtliche Bezug. Aber für uns ist es erst einmal ein Raum, den wir uns selbst erschaffen haben, außerhalb unseres alltäglichen Lebens. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger und der Schwerpunkt unserer Rituale und der Grund, warum wir uns einen Tempel bauen. Wir nehmen uns raus aus unserem Alltagsgeschehen, um uns nur auf uns selbst zu konzentrieren. Und das ist etwas, was alle Gemeinschaften tun, die anfangen zu philosophieren. Das haben die Schüler Platons genauso gemacht wie Mysterienbunde im Altertum oder auch im Mittelalter die Bauhütten. Die neue Welt über dem Atlantik, die Vereinigten Staaten mit ihren Idealen und ihrem Freiheitsdrang, schien ein Paradies für die Freimaurer zu sein. Der erste Präsident der USA, George Washington, gehörte dazu. Und viele seiner Nachfolger auch. Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Lyndon B. Johnson, Gerald Ford, um nur einige zu nennen. Insgesamt bekannten sich 13 US-Präsidenten offen zur Freimaurerei. Wenn Historiker schreiben, die Verfassung und der Geist der Republik der USA sei zu einem guten Teil der Freimaurerei zuzuschreiben, so entspricht das durchaus der Wahrheit. Und doch kam die Bruderschaft zunächst auch in der neuen Welt nicht zur Ruhe. Die Gegner der Logenbrüder waren sogar in der angeblich so liberalen neuen Welt zahlreich und lauerten geradezu darauf, die Vereinigung zu verunglimpfen. Im 19. Jahrhundert führte ein mysteriöser Mord an einem ehemaligen Freimaurer, der die Geheimnisse der Logenbrüder verraten hatte, zu einer regelrechten Hexenjagd. Die Großloge von New York verlor in wenigen Jahren einen Großteil ihrer 30.000 Mitglieder. Aber auch dieser Tiefpunkt der amerikanischen Freimaurerei wurde überwunden. Heute gehört jeder 10. Amerikaner einer Loge an. Millionen von Dollar wurden und werden von ihnen jedes Jahr für karitative Zwecke gespendet. Doch selbst in den sich so freiheitlich gebärdenden USA werden den Freimaurern immer noch finstere Verschwörungsabsichten unterstellt. War der Rückschlag der Freimaurerei in den USA nur vorübergehend, so wirkten sich die Ereignisse in Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts weitaus folgenreicher für die Bruderschaft aus.
Die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo, Auslöser des Ersten Weltkrieges, soll das Werk serbischer Logenbrüder im Dienst der Weltfreimaurerei gewesen sein. Das behaupteten zumindest ihre Gegner. Doch nicht das geringste Indiz spricht dafür. Trotzdem wurden die kriegsbedingten wirtschaftlichen Probleme und politischen Veränderungen den Juden und auch den Freimaurern angelastet. Freimaurer mussten immer für etwas herhalten, was in der Politik häufig nicht rund lief. Und das Problem, dass Freimaurer eben nicht ihre Tempel öffnen und ihre Rituale frei ausgelegt haben, hat sie häufig in den Dunstkreis gebracht, etwas verheimlichen zu wollen. Und dieses haftet bis heute in der Bevölkerung an und wird erst Stück für Stück und ganz langsam und möglicherweise durch solche Maßnahmen abgebaut. Als die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland die Macht an sich rissen, war die Intoleranz in ihrer wohl schärfsten politischen Form seit Beginn der Aufklärung an die Regierung gelangt. Von Hitler und seiner SS war kein Wohlwollen für die Freigeister zu erwarten. 1935 setzten die Nazis Liquidatoren ein, um das Vermögen der noch übrig gebliebenen nationalen und christlichen Logen zu konfiszieren und die Brüder im besten Fall nach Hause, im schlimmsten Fall in die Konzentrationslager zu schicken. Die Nazis konnten und wollten Gesellschaften, über die sie keine Kontrolle hatten, nicht dulden. Ihr fanatischer Rassenwahn war letztlich auch der Anfang vom Ende ihrer Willkürherrschaft. Dabei träumten Hitler und seine Paladine vom Raum im Osten für das germanische Herrenvolk. Die jüdische Bevölkerung Europas litt am meisten unter der Terrorherrschaft der Nazis. Aber auch andere, die sich in den passiven Widerstand begaben, wie die Logenbrüder, wurden erniedrigt und misshandelt. Als 1938 in der sogenannten Reichskristallnacht Synagogen und Geschäfte in Flammen aufgingen, stürmten und verwüsteten fanatische SA- und SS-Männer auch die Wohnungen von Freimaurern und schändeten ihre Tempel. Das deutsche Logenleben war erloschen, die Macht der Nazis ungebrochen. Das tausendjährige Reich feierte düstere Triumphe. Heute erinnert eine schlichte Gedenktafel direkt vor der Provinzialloge an das Schicksal der Hamburger Juden, die von hier aus in die Vernichtungslager deportiert wurden. Die dunkle Zeit war eine sehr schwere Zeit und viele Brüder haben in der Zeit doch verhindern müssen, dass bekannt wurde, dass sie Freimaurer sind. Einige sind doch intensiv verfolgt worden, einige sind auch in KZs gelandet. Aber letztlich hat die Idee der Freimaurerei die Zeit des Dritten Reiches dann gut überlebt und hat neu gestärkt nach dem Krieg wieder eine Renaissance gefunden. Die Verfolgungen durch die Nazis sind mittlerweile Geschichte. Es bekennen sich in Deutschland wieder Menschen aller Gesellschaftsklassen zu den Idealen der Freimaurer. Für diesen jungen Arzt aus Hamburg ist es ein großer Tag. Er, ein Suchender, will in die Loge aufgenommen werden. Bereits im Vorfeld haben seine künftigen Logenbrüder grünes Licht gegeben. Nachwuchs ist willkommen. Die Logen müssen nicht nur gegen Vorurteile, sondern auch gegen zunehmende Überalterung in ihren Reihen kämpfen. Fragen Sie uns vor allem, ob Sie aus eigenem Willen die Aufnahme suchen oder ob dieser Entschluss durch irgendeine Überredung herbeigeführt worden ist. Nur dem werden unsere Türen geöffnet, der freier Wille und innere Überzeugung zu uns führt. Allein daran hat die Bruderschaft nicht genug. Sie muss wissen, aus welchem Grund sie zu uns kommt. Die Suche nach Erkenntnis treibt mich. Nichts berechtigt sie anzunehmen. Auch dieser Suchende muss das Aufnahmeritual über sich ergehen lassen. Sonst kann er nicht dem verschworenen Männerbund angehören. Zum Aufnahmeritual gehört die eindringliche Befragung und Belehrung des Kandidaten. In der Kammer der verlorenen Schritte findet der Suchende Zeit zur Meditation. Er schreibt ein Testament, symbolisch für den Abschluss mit dem alten Leben. Fortan wird er unter Anleitung seines Meisters nach Vollkommenheit streben. Zeit und Tod, das Ende als mahnendes Symbol alles Endlichen. In den Logen geht es feierlich zu.
Die Aufnahme eines neuen Bruders ist keine alltägliche Angelegenheit. Die Logenbrüder greifen zum Schurz und zu den weißen Handschuhen, den äußeren Insignien der Brüder. Relikte in Erinnerung an den Arbeitsschurz der Steinmetze im Mittelalter. Ob Lehrling, Geselle oder Meister, der Rang des Inhabers ist an der Schürze zu erkennen. Mein Herr, wir werden Sie nun vorbereiten, um Sie in den Tempel einzuführen. Ich darf Sie bitten, Ihr Jackett abzulegen. Jeder Handgriff ist vorgeschrieben, seit Jahrhunderten unverändert. Entledigen Sie sich nun bitte aller Ihrer metallischen Gegenstände. Eine eigenmächtige Veränderung des Aufnahmerituals könnte das ganze Prozedere ungültig machen. Logenbrüder sind der Tradition verpflichtet. Es ist ihr Glaubensbekenntnis. Jedes Detail erfüllt seinen Sinn, auch wenn dieser bei manchen Dingen im Dunkeln liegt. Mein Herr, wir werden Ihnen nun für einen kurzen Augenblick das Augenlicht nehmen. Sind Sie hiermit einverstanden? Ja. Drehen Sie sich bitte rum. Durch das Verbinden der Augen gibt sich der Neuling vertrauensvoll in die Hände seiner künftigen Mitbrüder. Auf der Suche nach der Erleuchtung, dem Licht der Weisheit, soll nichts ablenken. Mit verbundenen Augen strebt er einer neuen, unbekannten Welt entgegen. Auch das Betreten des Tempels folgt einer streng vorgegebenen Dramaturgie und erinnert an die Zeit der Bauhütten. Wer hat angeklopft? Ein freier Mann von gutem Ruf. Was begehrt er? Er bittet, zum Freimaurer aufgenommen zu werden. Ist er bereit, sich den ferneren, unvermeidlichen Prüfungen und Gebräuchen unbedingt und freiwillig zu unterwerfen? Ja. Wer bürgt für ihn? Unser Bruder, zugeordneter Meister. Lasset ihn herein. Die geheimsten Geheimnisse der Freimaurer, Unbefugte sollen sie nie erfahren. Denn die, die sie kennen, haben einen heiligen Eid geschworen, sie nie zu verraten. Sie nennen es Arkandisziplin, die unbedingte Verschwiegenheit, die jeder Neuling schwören muss. Die Rituale der Logen sind nur für die Augen der Eingeweihten bestimmt. So viel aber wissen wir. Zentraler Gegenstand der Lehrlingsarbeit in der Loge ist die symbolische Arbeit am rauen Stein. Ihn muss der Neuankömmling mit der Spitzhacke bearbeiten, um glatte Flächen zu schaffen. Eine Sisyphus-Aufgabe, deren Erfüllung in genauso weiter Ferne liegt wie die Formung eines perfekten menschlichen Charakters. Eben eine Arbeit, die niemals endet. Die größten Geister der vergangenen Jahrhunderte haben sich willig den unveränderten Bräuchen der Freimaurer unterworfen, um an der Gestaltung eines besseren Menschen und einer freien Gesellschaft teilzuhaben. Sie mussten alle noch einmal symbolisch den Tod des Hiram Abiff durchleiden, jenes genialen salomonischen Baumeisters, der von seinen Gesellen hinterrücks ermordet wurde. Als Meister erleben sie die Wiederauferstehung und sollen so in die Lage versetzt werden, den perfekten menschlichen Tempel zu bauen. . 1804 skizzierte zum ersten Mal der französische Graf de Grastilly die verschiedenen Grade der Freimaurer. Das Ritualgebäude mit seiner eigentümlichen Form kennt 33 Stufen. Jede Stufe weiter oben bedeutet ein Stück mehr Erkenntnis. Die Nazis glaubten, hier einen Beweis für ihre Weltverschwörertheorie in Händen zu halten. Dabei hatte schon Friedrich der Große für ein derartiges System plädiert. Ende des 20. Jahrhunderts lud die Großloge von England zum ersten Mal in ihrer Geschichte zu einem Tag der offenen Tür. Der Grund zu diesem Schritt waren die zum Teil abenteuerlichen Geschichten, die über ihre Riten erzählt wurden. Doch die neue Offenheit sorgte bei vielen Brüdern für Unbehagen. Die Freimaurer haben aus dem Ritual kommend Zeichen, Griffe und Worte, die sie, mit denen sie sich untereinander erkennen können. Ein Zeichen, was sehr sprechend ist, ist die Rose. Die Rose ist ein sehr schönes freimaurerisches Symbol. Aber wir haben auch das Zeichen der Vergissmeinnicht.
Auch das ist ein freimaurerisches Zeichen, mit dem immer wieder Freimaurer, die sich sonst nicht zu erkennen geben dürfen und können, dann erkennen, dass das eben einer der Freimaurer ist. Wir können darüber sprechen und diese Rituale sind heute nicht mehr so geheimnisumwoben wie vielleicht noch vor 100 Jahren. Medien, Kommunikation und das Internet haben dazu beigetragen, dass Sie heute in der Staatsbibliothek jedes Ritual einsehen können. Wir glauben, es ist nicht gut, über ein Ritual zu sprechen, das man besser erleben sollte, denn nur durch das Erleben bekommt man einen Eindruck durch das Ritual. Schauen Sie, es sind in der Regel Rituale, wie sie heute noch beispielsweise bei den afrikanischen Buschmännern bekannt sind. Einweihungsrituale, Initiationsrituale, die jüngeren Menschen dort unten in Afrika das Erwachsenwerden näher bringen, das Mannwerden näher bringen und das auf der ihr typischen Ritualweise. Vergleichbar dazu führen auch wir Rituale durch, um zu verschiedenen Erkenntnissen zu kommen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was für ein Mensch bin ich? Schon in der Antike hatten sich verschiedene Mysterienkulte herausgebildet. Die Mysterien von Samothrake, die Mysterien der großen Mutter Kybele und die Mysterien von Isis und Osiris, dem jahrtausendelang angebeteten ägyptischen Götterpaar. Im Zentrum all dieser Kulte steht die Einweihung oder Initiation. Dem Eingeweihten wurde bei seiner Aufnahme geheimes Wissen vermittelt. Auf den Verrat der Mysterien stand im Altertum neben der Einziehung aller Güter die Todesstrafe. Heute muss ein Freimaurer, der geheime Riten seines Bundes ausplaudert, weder um Leben noch Besitz fürchten. Doch die Ächtung durch seine Brüder und der Ausschluss aus der Loge sind ihm sicher. Jerusalem, die heilige Stadt dreier Weltreligionen. Für Juden, Moslems und Christen hat sie eine ganz besondere Bedeutung. Hier auf dem Tempelberg stand einst der salomonische Tempel des Hiram Abiff. Und von hier aus soll der Prophet in den Himmel gefahren sein und Zwiesprache mit Allah gehalten haben. Die Klagemauer, an der die frommen Juden beten, ist das Fundament des historischen Tempels. Die Grabeskirche. Christen pilgern seit Jahrhunderten hierher, um am Ort der Kreuzigung Jesu zu beten. Vom christlichen Gedanken geprägt ist auch das Handeln der Freimaurer. Viele Brüder sehen es als ihre Pflicht an, für wohltätige Zwecke zu spenden. Ein gutes Beispiel, wie oft das soziale Wirken der Freimaurer im Verborgenen blüht, ist die Zinnendorf-Stiftung in Hamburg. Die Zinnendorf-Stiftung bietet heute 21 schwerstpflegebedürftigen jungen Menschen eine Heimat, in der sie sich in ihren einzelnen Apartments so einrichten und gestalten können, wie sie leben und wohnen wollen. Freimaurer sprechen über das, was sie tun, in der Regel nicht, sondern sie sagen, wirke im Stillen. Und das ist der Grund, warum häufig in der Allgemeinheit nicht bekannt ist, welche karitativen Einrichtungen Freimaurer unterhalten. Mögen die Rituale der Freimaurer Außenstehende auch befremden, ihre Sitten und Gebräuche unverständlich bleiben. Unstrittig ist, dass die Welt ohne die Freimaurer und ihre Arbeit ärmer wäre. Für Menschen, die sich von den Weltreligionen nicht angesprochen fühlen, bietet sie eine Alternative. Denn die Freimaurerei ist keine Religion, wohl aber ein ethisches System. Freimaurer wollen niemanden bekehren. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, am menschlichen Ideal zu arbeiten. Ein Werk, das ihrer Meinung nach niemals zu schaffen ist. Nun, es gibt in den Freimaurerkreisen einen schönen Spruch, der heißt, Freimaurerei war immer, ist immer und wird immer sein. Nun, was meinen wir damit? Wir glauben, dass Freimaurerei heute vielleicht sogar zeitgemäßer ist, als sie es jemals war. Denn in unserer Zeit, wo wir so sehr aufgeklärt sind im Geiste, haben wir uns als Menschen voneinander entfernt und haben es auch ein bisschen verlernt, miteinander zu kommunizieren. Und Brüder hier lernen wieder miteinander zu kommunizieren, aufeinander zuzugehen und die zwischenmenschlichen Schwingungen auszuloten. Obwohl Kommunikation durch die weltweite Vernetzung leichter denn je ist, trotz der Rede vom globalen Dorf, haben sich die Menschen voneinander entfernt. Die Vision der Freimaurer, eine Gesellschaft zu formen, in der sich die Menschen über die Grenzen von Religion und Ideologien, über Hass und Neid hinwegsetzen, scheint in weiter Ferne zu liegen. Vielleicht ein unerfüllbares Streben, so schwierig wie das Glätten des rauen Steins mit einer Spitzhacke. Aber immerhin haben sie eine Vision.